erstmal einen wunderschönen guten Abend an alle, dass ihr es heute wieder einrichten konntet. Wie letzte Woche verabredet, werden wir heute unseren Weg um Harper's Ferry herum fortsetzen. Harper's Ferry? Antietam herum fortsetzen. Letzte Woche das erste Mal in diesem Format mit der Burnside Bridge. Und wir werden uns jetzt von Süden nach Norden durch das Antietam-Schlachtfeld bewegen und nach die einzelnen Skirmish-Areas in Augenschein nehmen. Ich habe es vorher schon gesagt, wir werden heute vielleicht etwas schneller fertig werden, denn Otto und Sherricks Farm ist tatsächlich kein direkter Hotspot der Gefechte. Das heißt, wir werden beim heutigen Abend tatsächlich sehr viel auf das eingehen, auf die Geschehnisse, die nach dem Überqueren der Burnside Bridge passiert sind, ohne dabei zu viel für die anderen angrenzenden Skirmish Areas vorwegzunehmen. Wo befinden wir uns hier als allererstes? Die Karte heißt Otto und Sherrick Farm. Es handelt sich dabei um zwei Farmen, wie der Name es schon entsprechend hergibt. Wir haben immer noch den 17. September 1862, also den gleichen Tag, an dem auch um die Brücke weiter südöstlich gekämpft wurde. Der Abschnitt ist auch immer noch Südosten des Schlachtfelds und das Engagement, nicht nur um diese zwei Farmen, sondern allgemein alles, was nach dem Überqueren der Brücke bis zum Erreichen und kurz darüber hinaus dieser zwei Farmen geschehen ist, hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert. An dieser ganzen Operation, die wir heute so ein bisschen Augenschein nehmen werden, waren ungefähr 2800 Konföderierte beteiligt, also deutlich mehr als bei dem Engagement an der Brücke, und ungefähr 8000 Unionssoldaten mit 22 Kanonen. Wie das Ganze ausgegangen ist, wir haben es heute mehr mit den Geschehnissen eines größeren Abschnitts zu tun. Die Geschehnisse, mit denen wir uns heute beschäftigen, stellen im Endeffekt einen kämpfenden Rückzug der Konföderierten Richtung der Stadt Sharpsburg dar. Verluste des ganzen Ablaufs, den wir uns heute angucken, auf konföderierter Seite unbekannt. Auf Unionsseite tatsächlich sind bei den Gefechten und bei den Engagements ungefähr 2500 Mann verstorben. Um welche Truppenkörper geht es heute? Wir haben es auf konföderierter Seite mit der Division von David Rumpf Jones zu tun, die letzte konföderierte Reserve im südlichen Abschnitt des Schlachtfelds. Und zu dieser Division gehörte unter anderem auch Toombs Brigade, die letzte Woche in unserem Vortrag so tapfer die Brücke an Antietam Creek verteidigt hat. Und auf der Gegenseite steht genau der gleiche Truppenkörper, der auch letzte Woche die Union dargestellt hat, nämlich das 9. Korps unter Burnside. Das heißt, die Protagonisten sind weitestgehend dieselben geblieben. Welche Regimenter genau beteiligt sind, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich denke mal, ein paar Namen kann man im Laufe des heutigen Abends dann nennen. Aber wirklich eine hundertprozentige Anzahl, welche Einheiten beteiligt waren an diesem oder jenem Gefecht, das lässt sich einfach aufgrund der Ereignisse relativ schwer nachvollziehen. Bevor wir uns dem chronologischen Ablauf widmen, werden wir doch vielleicht einfach gleich einen Blick auf diese zwei Farmen werfen. Wir haben hinter uns Richtung West-Nordwest das große Backsteingebäude. Das ist die Sherrick Farm. Ein sehr altes Gebäude, mehrfach erweitert, neu aufgebaut worden und tatsächlich einer der größten Grundbesitze um die Stadt Sharpsburg herum. Ist, glaube ich, in den 1750er Jahren gegründet worden, die Farm. Und die Backsteinfarm oder das Backsteingebäude, was wir hier haben mit den umstehenden Wirtschaftsgebäuden, ist tatsächlich relativ spät erst gebaut worden, ungefähr in den 1830ern. Große Farmfamilie, braucht man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hier spielen, war die Farmfamilie bereits dabei, das Haus zu vermieten an ein paar Pächter, die sich dann auch um das umstehende Land gekümmert haben. War aber zu Beginn der Schlacht, also sage ich mal beim Aufmarschieren der beiden Heere, noch präsent. Auf der anderen Seite haben wir Richtung Süden einmal die Otto Farm. Es handelt sich dabei um eine deutsche Farmerfamilie, wie man schon am Namen erkennen kann.
Ebenfalls recht alt eingesessen und die beiden Familien waren tatsächlich sehr gut befreundet miteinander. Die umliegenden Ackerflächen, die man jetzt hier in diesem Skirmish Area eher wenig zu Gesicht bekommt, gehören tatsächlich alle zu entweder zu einer dieser beiden Farmen. Das heißt, der ganze Großgrundbesitz, auf dem die Aktionen des heutigen Tages stattgefunden haben, lassen sich entweder einer der beiden Farmen zuordnen. Bevor die Kämpfe wirklich heiß wurden und hier zum Tragen kamen, sind beide Familien allerdings geflüchtet. Das heißt, sie waren zum Zeitpunkt der Kämpfe nicht auf ihren Farmen, sondern aber später zurückgekehrt, um entsprechend zu begutachten, was nach den Kämpfen noch übrig geblieben ist. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem chronologischen Ablauf. Wer sich vielleicht noch erinnert, letzte Woche, als wir das Thema Burnside Bridge durchgenommen haben, endete unser Zeitstrahl um 1 Uhr mittags. Mit dem Überqueren der Unionsbrigade, die zum Flankieren der Burnside Bridge eine Fort überqueren sollte. Unser Zeitstrahl des heutigen Abends beginnt um 3 Uhr mittags. Wer sich jetzt wundert, was in diesen 2 Stunden passiert ist, das ist recht einfach erklärt. Die Konföderierten haben an der Rohrbach Bridge ungefähr gegen 1 Uhr mittags den vollständigen Rückzug angetreten. Die Union, die zwar teilweise schon den Fluss überquert hat, aber eben in einer horrenden Unordnung war, hat tatsächlich 2 Stunden gebraucht, um mit dem gesamten Korps den Fluss zu überqueren. Insgesamt sind ungefähr 8000 Mann über den Fluss gegangen. Das heißt, die Union hat sich hier auch wieder sehr viel Zeit gelassen, wie bereits an der Burnside Bridge. Auch diese nachfolgende Übersetzbewegung lief bei weitem nicht so glatt, wie man hätte erwarten können. Lag unter anderem auch daran, dass die Brücke einmal wieder verstopft war. Nichtsdestotrotz, die 8000 Unionisten haben den Fluss überquert und Burnside nach seinem kleinen Erfolg an der Brücke war stürmisch darauf, die konföderierte Flanke von Süden her aufzurollen. Deswegen hat sich entsprechend das gesamte Unionskorps auf den Feldern und auf den Hügeln hinter der Burnside Bridge, also zu unserer Südosten, angefangen, Schlachtlinien zu formieren, um im Endeffekt weiter Richtung Sharpsburg vorzurücken, was aus unserer aktuellen Position Richtung West-Nordwest liegen dürfte. Die Brigade von Brigadier General Toombe, die an der Brücke ausgehalten hat, hat sich nach den stundenlangen Kämpfen zurückgezogen, hat Anschluss an die eigenen Truppen von Johns Division gesucht und hat sich im Endeffekt am ganz südlichsten rechten Flügel der konföderierten Streitkräfte positioniert. Das ist von unserer Position aus Richtung West-Südwest, hat dort entsprechend die Harper's Ferry Road verteidigt oder sich davor positioniert und zur Verteidigung eingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt war diese Brigade noch zu ungefähr 700 Mann stark. Allerdings sehr exponierte Position und wie gesagt, der letzte bewaffnete Truppenkörper, der die Union am südlichsten Rand irgendwie abwehren könnte im Falle eines weiteren Angriffs. Ansonsten haben sich die konföderierten Reserven, die um Sharpsburg herum konzentriert waren, ungefähr westlich von hier positioniert. Das heißt, diese Farm hier war nicht das Herzzentrum der Kämpfe, sondern die Union ist mehr oder weniger über diese beiden Fahnen drüber marschiert, wobei es tatsächlich an dieser oder jener Stelle zu kleineren Scharmützeln gekommen ist. Die Brigade bzw. die Division von D.R. Jones, die hier verteidigt, ist bereits sehr geschwächt. Aus dem einfachen Grund, das hatten wir auch letzte Woche schon erwähnt, die Konföderierten haben schon sehr früh am Tag ganze Brigaden nach Norden abkommandiert, um im Endeffekt in den heißen Abschnitten, wo McClellan angegriffen hat, Verstärkung den bedrängten Einheiten zu leisten. Das bedeutet, dass der Division von D.R. Jones ungefähr nur noch 5 bis maximal 6 Brigaden zur Verfügung standen, welche allerdings alle schon geschwächt bzw. natürlich nicht unbedingt auf voller Stärke waren. Das heißt, wir reden hier teilweise von Brigaden, die, wenn sie Glück haben, eine 1000-Mann-Stärke aufgewiesen haben.
wie gesagt, 700 Mann bei der Brigade, die von der Brücke zurückgekommen ist. Die Union hingegen entfaltet sich nach dem Übertreten des Flusses. Wir haben ganz im Süden, am südlichsten Flügel des 9. Korps, die 3. Division, unterstützt durch eine Brigade der Kanawha-Division. Das ist einer der Truppenkörper, die sich Burnside eigentlich kommandowidrig unter den Nagel gerissen hat. Er hat einfach sehr viele Truppen akquiriert, weil er eigentlich noch im Glauben war, ein weiteres Korps auf der anderen Seite des Schlachtfelds zu kommandieren. Im Zentrum wurde die 1. Division forciert und auf dem rechten Flügel, von unserer Position aus Richtung Norden, haben sich letzten Endes dann Kräfte des 5. Korps angeschlossen, welches im Endeffekt über die Pryford vorgerückt ist, zusammen mit Unionskavallerie, und hat im Endeffekt losen Kontakt gehalten, sodass im Endeffekt hier im südlichen Abschnitt der gesamten Front eine recht geschlossene Unionsschlachtlinie existiert hat, die sich eben langsam Richtung Sharpsburg vorwärts bewegt hat. Von Vorsicht muss man hier tatsächlich aber auch widersprechen. Es ist tatsächlich erstaunlich, dass, obwohl die Union wieder einmal kräftetechnisch überlegen war, Burnside bei seinem Korps ganze 2 Brigaden in Reserve gehalten hat, die nicht direkt an der Front eingesetzt wurden, um einfach auf sämtliche Situationen reagieren zu können. Das bedeutet auch hier, die Union hat wieder von den Kräften, die den Fluss wirklich überquert haben, nicht unerhebliche Mannzahlen zurückgehalten, die damit eben nicht direkt in das Kampfgeschehen involviert waren. Also auch hier sieht man wieder, die Unionskommandeure haben teilweise sehr defensiv und teilweise sehr übervorsichtig reagiert. Um jetzt etwas handfester zu werden, vom Lagebild abgesehen, die Farm hier oder beide Farmen hier, das Gelände, war nicht verteidigt. Wie gesagt, die Konföderierten haben keine festen Stellungen hier eingerichtet. Die Position der konföderierten Truppen war weiter Richtung Westen. Allerdings, die ersten Unionstruppen, die hier angekommen sind, Skirmisher der 79th New York Infantry, ein recht bekanntes Regiment, bekannt dafür, dass es im Endeffekt karierte Hosen und karierte Hosen getragen hat und allgemein als schottisches Regiment galt, mit Schiffchen und ähnlichen Uniformauffälligkeiten. Skirmisher dieses Regiments als Vorhut der 1. Brigade sind die ersten Unionstruppen, die diese Farmen erreichen. Sie treffen erst auf die Otto Farm bei ihrer Bewegung vom Flussufer hinauf und später dann eben auf die Sherrick Farm. Obwohl sich kein großes Gefecht entwickelt hat, treffen die Skirmisher tatsächlich auf ein paar verstreute Soldaten aus South Carolina. Welche Einheiten genau, lässt sich leider nicht feststellen. Ich konnte es aber auf ein paar Regimenter eingrenzen. Die sich im Endeffekt im Obstgarten bei der Otto Farm beziehungsweise auch in den Gemäuern um die Sherricks Farm eingenistet haben und die vorrückenden Skirmisher mit einem heftigen Gewehrfeuer begrüßten. Was letzten Endes auch dazu geführt hat, dass die Skirmisher ihren Vorstoß einstellen mussten. Allerdings, die nachfolgende Brigade, die 1. Brigade, entfaltet sich, macht sich bereit vorzurücken, gerät ebenfalls unter heftiges Gewehrfeuer, wird allerdings von konföderierter Artillerie gestoppt, die sich auf den Höhenzügen Richtung Westen und Nordwesten befindet. Wir werden uns das nachher vielleicht auch nochmal aus der Zuschauerkamera angucken. Wer das ganze Gelände einmal vom Fluss aus und in Augenschein nimmt, wird sehen, dass sich das Gelände hier stufenweise entwickelt. Von der Straße direkt unten am Fluss, die erste Böschung hoch, wie wir es ja auch auf der Burnside Bridge Karte bereits gesehen haben. Dann hier eben auf, ich würde sagen, ein kleines Plateau, wo sich eben auch die beiden Farmen befinden. Und weiter hinten Richtung Westen steigt das Gelände eben auch wieder an. Der konföderierte Spawn beispielsweise befindet sich genau auf dem Abschnitt, wo sich das Gelände eben auch wieder erhöht. Und eben auf diesem Gelände Richtung West-Nordwest befanden sich eben die konföderierten Artillerieeinheiten, die eben von der Burnside Bridge übrig geblieben sind, die von G.R. Jones Division stammten, und da haben sich eben ein heftiges Feuergefecht geliefert mit Unionsbatterien, die Richtung Osten bzw. Südosten über dem Fluss standen, und da haben sich eben nicht nur während dieses Abschnitts der Kämpfe, sondern auch während der Phase der Burnside Bridge
einen heftigen Schlagabtausch geliefert mit den Unionsartillerieeinheiten auf der anderen Seite des Flusses. Umso wichtiger war es natürlich für die Union, diesen Höhenabschnitt zu erobern, einfach um auch die Gefahr des konföderierten Artilleriebeschusses zu bannen. So, der erste Angriff der Skirmisher und der Unionsbrigade bleibt im Feuer liegen. Die Einheiten ziehen sich zurück, formieren sich neu. In der Zwischenzeit aber geht Unionsartillerie in Stellung. Wo genau die Unionsartillerie in Stellung geht, lässt sich tatsächlich aufgrund von Nachforschungen nicht nachvollziehen. Allerdings, beispielsweise Richtung Süden, haben wir hier Unionsartillerie auf dieser Karte. Das heißt, möglicherweise handelt es sich dabei sogar um eine Position, die damals die historischen Einheiten bezogen haben. Wie gesagt, ich habe keine Quellen gefunden, die das nachprüfen lassen. Nichtsdestotrotz, mit dem Einsatz der Unionsartillerie werden tatsächlich die schwachen konföderierten Einheiten, es handelt sich hierbei wahrscheinlich um eine Nachhut, aus ihren Stellungen um die beiden Farmen getrieben. Und die Union kann tatsächlich ihren Angriff fortsetzen. Allerdings ist sie hier auch wieder einige wertvolle Zeit aufgehalten worden. Also wir haben es hier wirklich, wie bereits gesagt, mit einem kämpfenden Rückzug zu tun, der darauf abzielt, die Union so lange wie möglich am Vorrücken zu hindern, in der Hoffnung, irgendwo Verstärkung zu erhalten. Auf der linken Seite der Farm Richtung Süden, wir haben hier auch praktischerweise die Straße, die von der Burnside Bridge entsprechend hier hochführt. Allerdings dürfte es sich dabei um eine andere Straße handeln, denn nach meinem Kartenmaterial, das ich gefunden habe, müsste hier ein weiterer Weg oder eine weitere Straße verlaufen, die allerdings hier nicht vorzufinden ist. Allerdings würde ich da tatsächlich auch sagen, dass hier tatsächlich auch gewisse Abweichungen in der Geschichtsschreibung stattgefunden haben könnten, weil hin und wieder gibt es einfach auch Angaben, wo geschrieben wird, dass Einheit X sich dort befunden hat und Einheit Y dort, und in der Realität, wenn man das dann vergleicht, stimmen die Orte teilweise auch nicht überein. Das heißt, in diesem Fall geschenkt. Auf alle Fälle haben wir Richtung Süden eine zweite Unionsbrigade, die den Kämpfen zu Hilfe kommt. Und diese flankiert im Endeffekt das gesamte Farmgelände. Richtung Südwesten bis Westen haben wir auch bereits ein Kornfeld. Dieses Kornfeld gehört beispielsweise zur Otto-Farm. Und durch dieses Kornfeld im Endeffekt umgeht diese Unionsbrigade mit 4 Regimentern das gesamte Areal, sodass die Konföderierten nicht nur durch das Artilleriefeuer gepeinigt werden, sondern im Endeffekt auch noch in der Gefahr stehen, komplett abgeschnitten zu werden und deswegen eben schleunigst die Beine in die Hand nehmen, um sich zum Rest der Truppen aufzuschließen. Also Flankengefahr und überlegene Feindkräfte, eine ähnliche Situation, wie wir sie auch an der Burnside Bridge erlebt haben. Die Union setzt ihren Vormarsch fort auf breiter Linie. Der Unions linke Flügel beginnt sogar gefährlich Toombs Brigade, die den konföderierten Südflügel bildet, gefährlich zu umfassen. Der konföderierte Flügel hängt nahezu vollständig in der Luft. Und die Union schafft es tatsächlich, mit vereinten Kräften bis kurz an die Vororte von Sharpsburg vorzurücken. Das heißt, dieses gesamte Gebiet, das wir hier haben, das Gebiet der Farm, das Gebiet hinter der Brücke, bis eben zu den Vororten von Sharpsburg, hat die Union tatsächlich in diesen 2,5 Stunden überwunden. Immer wieder begleitet von kleineren Skirmishes, kleineren Hinterhalten und Feuergefechten. Und letzten Endes hat die Union eben die wirklich geballte Schlagkraft über den Fluss gebracht. Wie gesagt, nicht nur das 9. Korps, auch das 5. Korps von der Pryford zieht eben mit verstärkten Kräften weiter Richtung Sharpsburg vor. Und hier werde ich tatsächlich nicht weiter auf die zukünftigen Geschehnisse eingehen, einfach aus dem Grund, dass zukünftige Skirmish Areas genau an diesem Punkt zum Tragen kommen werden. Wir werden allerdings, oder ich habe allerdings noch ein bisschen was zur Hand, was im Endeffekt den Nachgang der Schlacht von Antietam angeht, denn diese beiden Farmen tatsächlich haben auch nach der Schlacht noch einiges mitmachen müssen. Und da wir es hier nicht wirklich mit einem harten, heftigen Gefecht zu tun haben, sondern tatsächlich mehr mit einem Gelände, das selber schon die Historie, die Geschichte mitbringt,
möchte ich auf alle Fälle auch noch darauf eingehen, denn es ist im Gesamtkontext tatsächlich auch nicht uninteressant. Die beiden Farmen, die Otto-Farm, die Sherrick-Farm, befanden sich, je nachdem, welche Phase der Schlacht man betrachtet, einmal mehr, einmal weniger zwischen den Frontlinien beider Seiten. Das bedeutet, beide Seiten sind tatsächlich über die Farmen und das umliegende Farmgelände hinweggezogen. Erst die Konföderierten, als man nach Antietam marschiert ist oder nach Sharpsburg marschiert ist. Das heißt, die Konföderierten waren die Ersten, die hier in diesem Gelände eingetroffen sind. Und später dann eben die Union, nachdem die Konföderation im Laufe der Schlacht sich zurückziehen musste. Das hat im Endeffekt für die Farmen wirklich verheerende Auswirkungen gehabt. Die konföderierten Truppen, die noch vor der Schlacht hier eingetroffen sind, sind von den Farmfamilien sogar freudig begrüßt worden, beziehungsweise teilweise sogar versorgt worden mit den Feldfrüchten, mit Marmelade beziehungsweise Eingemachtem. Das heißt, man hat hier im Endeffekt den konföderierten Truppen schon Lebensmittel zur Verfügung gestellt. Als dann die Konföderierten zurückgegangen sind und die Union nachkam, hat die Union das umliegende Farmgelände, das was eben noch nicht abgeerntet war, das was noch nicht die konföderierten Truppen akquiriert haben, im Endeffekt komplett, wie soll ich das sagen, leergefegt. Die Felder waren nachhaltig zerstört. Sowohl Soldaten der Union als auch der Konföderation sind im Endeffekt durch die Felder gestreift, um sich Lebensmittel zu besorgen. Konföderierter Seite war das Lebensmittelproblem generell immer eine große Sache. Und die Unionstruppen bei ihrem Vormarsch haben sich teilweise auch in Unordnung bringen lassen, indem einfach Trupps von Soldaten auf private Einkaufstour gegangen sind und sich im Endeffekt in den Äpfelgärten der Otto-Farm, man sieht sie da hinten Richtung Südosten, das ist da, wo die Union hinter der Steinmauer meistens Position bezieht, oder in den umliegenden Kornfeldern und Äckern, einfach alles Mögliche an Feldfrüchte geschnappt haben, um die eigene Versorgung aufzubessern. Nicht nur das, die Sherrick Farm tatsächlich, das schöne Backsteingebäude hier hinter uns, hat die Schlacht tatsächlich recht gut überstanden. Die Sherrick Farm, mit abgesehen von den Feldern, hat relativ wenig Schaden einstecken müssen. Es gab ein paar Gewehreinschüsse von dem Skirmish, das hier stattgefunden hat. Es gab auch einen Artillerietreffer am Hauptgebäude, allerdings nichts, was das Gebäude nachhaltig irgendwie beschädigt oder zerstört hätte. Die Otto-Farm hingegen hat es etwas schlimmer erwischt. Hier gab es ebenfalls Zeichen der Schlacht in Form von Gewehreinschüssen. Zum Glück kein Artillerietreffer, also es ist ein Holzhaus. Allerdings sind Unionssoldaten tatsächlich auf das Farmgelände gedrungen und haben tatsächlich das Hauptgebäude geplündert und dort eben auch nochmal alles mitgenommen, was sich im Endeffekt an Essbarem finden ließ, und haben eben auch im Inneren des Farmgebäudes Zerstörung angerichtet. Im Vergleich zur Sherrick Farm, der ist dieses Leid tatsächlich erspart geblieben. Nach der Schlacht sind beide Gebäude, beide Farmgelände, auch die umliegenden Scheunen und so weiter, als Lazarett verwendet worden. Wer die Schlacht von Antietam kennt, endet mit einem konföderierten Rückzug. Und die Union hat eben noch für mehrere Wochen und Monate eben diese beiden Farmen in Beschlag genommen, um einfach die riesige Menge an Verwundeten zu versorgen und unterzubringen. Es gibt einen Erfahrungsbericht eines Unionsprivates, der mit leichten Verwundungen hier in diese Lazarette gekommen ist, der im Endeffekt davon berichtet, dass das gesamte Gelände zwischen den Farmen und natürlich auch um die Wirtschaftsgebäude herum nahezu geflutet war von Verwundeten und Toten, die hier im Endeffekt in diesen Lazaretten abgegeben wurden. Wir haben es hier, je nachdem, mit einem halbwegs realistischen Größenverhältnis zu tun. Je nach Karte ist zwar noch ein kleiner Fluss eingezeichnet, aber das kann tatsächlich auch täuschen. Aber letzten Endes, wenn man sich das ganze Gebiet mal anguckt und überlegt, wenn dieser Bericht natürlich stimmt, wie viel Platz das tatsächlich ist, dann sprechen wir hier mindestens von Hunderten, wenn nicht sogar von vielleicht den ersten Tausenden von Verwundeten, die sich hier vielleicht sogar um diesem Gebiet eingefunden und haben und versorgt wurden. Das heißt, diese beiden Gebäude, Farmen, haben da tatsächlich eine nicht unerhebliche Rolle gespielt, auch nach der Schlacht.
Das Fazit für diese beiden Farmen, wie gesagt, es fällt sehr schlecht aus. Die Äcker waren zerstört, die Gebäude ramponiert, die eine Farm geplündert. Teilweise sind Wirtschaftsgebäude in Flammen aufgegangen, weil sie aus Holz gefertigt waren. Die Farmen sind im Großen und Ganzen erhalten geblieben. Beide Farmer, die Ottos und die Sherricks, haben nach dem Krieg einen Antrag auf Entschädigung gestellt an die Unionsregierung. Ich war mal so frei und habe die beiden Werte zusammengerechnet. Laut Angaben dieser beiden Farmerfamilien sind Schäden auf diesen beiden Farmen im Wert von $3.709 entstanden. Damaligen Kurs. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, das Ganze einmal umzurechnen. Nach heutigem Dollarkurs entsprechen die Sachschäden ungefähr $96.063. Was im Endeffekt im ganzen Verlauf der Schlacht hier passiert ist. Entschädigt wurden sie, allerdings nur knapp die Hälfte des geforderten Betrags tatsächlich, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass zumindest die Sherricks, ein etwas älteres Ehepaar, dann letzten Endes auch weggezogen sind und sich ein neues Leben aufgebaut haben auf einer anderen Farm. Die Ottos sind entsprechend auf ihre Farm zurückgekommen, aber wie das weitere Leben dieser Farmfamilie sich entwickelt hat, ist tatsächlich mir direkt nicht bekannt. Die Geschichtsschreibung bzw. die Aufzeichnungen enden im Endeffekt zu meisten Fällen mit dem Part, dass sie im Endeffekt zurückgekommen sind und hier eben diese riesige Lazarettanlage vorgefunden haben. Ein paar leicht abschließend noch ein Wort zu den Einheiten, die wir hier auf dem Schlachtfeld haben, auf dem Skirmish Area von Otto und Sherrick Farm. Auf konföderierter Seite haben wir die 1st Georgia Infanterie und die Palmetto Sharpshooters. Die Palmetto Sharpshooters würden nach meinen Quellen sogar sehr gut ins Bild passen. Schließlich wurde berichtet, dass es Skirmisher oder Einheiten aus South Carolina waren, die hier eben ein Nachhutgefecht geführt haben. Inwiefern die 1st Georgia in diesen Kontext reinpasst, das kann ich mir tatsächlich bislang mit meinen oberflächlichen Nachforschungen nicht erklären. Was allerdings Sinn macht, aus dem einfachen Grund, also South Carolina, da tatsächlich eine Brigade von Jones' Division aus Einheiten aus South Carolina bestand. Und ich glaube, den Brigadenamen, der wird überraschenderweise hier auch auf Anklang treffen, oder zumindest der Name wird bekannt sein. Es handelt sich hier nämlich um die Jenkins Brigade. Die Jenkins Brigade umfasste zu dem Zeitpunkt die 1. South Carolina Volunteers, die 2. South Carolina Rifles sowie das 5., 6. und 4. South Carolina Regiment und eben die Palmetto Sharpshooters. Ja, ich muss mich korrigieren, 4. South Carolina Battalion zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir haben es hier mit einer Brigade vollständig aus South Carolina Einheiten zu tun. Und es ist tatsächlich auch die einzige Brigade und es sind die einzigen South Carolina Einheiten, die hier wirklich im südlichsten Abschnitt der Front stationiert waren. Das heißt, meiner Wahrscheinlichkeit nach würde ich behaupten, dass es Einheiten aus dieser Brigade waren, die sich hier eben das Skirmish mit den Highlandern und den zwei Unionsbrigaden geliefert haben. Welche Regimente allerdings genau, das ließ sich, wie gesagt, in der Recherchezeit nicht herausfinden. Auf Unionsseite stehen hier zwei relativ unspektakuläre Einheiten zur Verfügung, nämlich die 17. Michigan und die 28. Massachusetts. Diese beiden Einheiten passen dafür umso besser in den Kontext, denn diese beiden Einheiten gehören tatsächlich der Unionsbrigade, die direkt hinter den Skirmishern gefolgt ist und hier eben auch das erste Gefecht eröffnet hat mit der konföderierten Nachhut. Das heißt, diese beiden Regimenter passen tatsächlich wie die Faust aufs Auge auch genau auf dieses Skirmish-Area, auf diesen Bereich, da sie wahrscheinlich hier in den Geländen der beiden Farmen wirklich auch an den Kämpfen beteiligt gewesen sind. Was die Artillerie angeht, da kann ich leider relativ wenig dazu sagen. Auf Unionsseite wird es auch recht schwierig, das nachzuvollziehen. Die Union war mit etlichen Batterien
und wie gesagt insgesamt 50 Geschützen im Rahmen des ganzen Korps vertreten. Da die exakte Batterie ausfindig zu machen, das ist schlicht und ergreifend nicht gelungen. Und auf konföderierter Seite, da kann mir vielleicht einer der Anwesenden sogar aushelfen, ist mir tatsächlich nicht bekannt, welche Artillerieeinheit hier verfügbar ist. Aber wenn das vielleicht sogar gerade jemand im Kopf haben sollte, dann kann ich im Endeffekt auch dazu ein Statement abgeben. Weiß es vielleicht jemand? Vielleicht die Artilleristen? Leider nicht. Eventuell der Mann im Himmel. Der Mann im Himmel eventuell? Na gut, aber das ist eine Information, die können wir natürlich auch noch im Nachhinein einholen. Meinst du Unionsbatterien? Konföderiert im Optimalfall. Nee, weiß ich nicht. Macht ja wie gesagt nichts. Wie gesagt, ein relativ unspektakulärer Abschnitt heute. Allerdings kann ich schon mal so viel sagen, dass die umliegenden Skirmish Areas, die sich jetzt als nächstes hier anbieten würden, wieder deutlich mehr Action mit sich bringen und diese Skirmish Area heute tatsächlich sehr viel zum Gesamtkontext beiträgt, anstatt dass es wirklich ein imposantes Gefecht aufzubieten hat. Ich würde sagen, nach der ganzen Theorie, nach der ganzen Geschichte, gibt es zu meinen Ausführungen vielleicht irgendwelche Fragen oder Interessenspunkte der Anwesenden? Das möchte ich natürlich nicht vernachlässigen. Keine Fragen? Sehr gut. Jawohl, Rödel redet, Rödel hört man aber nicht. Oder hört ihr? Jetzt hört man dich. Ja. Ha, witzig, okay. Das erklärt so einiges, wenn ich auf Grundschule irgendwann mal was. Nicht direkt eine Frage, aber es wundert mich halt schon, dass die Offiziere der Union ihre Soldaten hier plündern lassen in einem Staat, der ja offiziell in der Union geblieben ist. Naja, plündern lassen ist immer so eine Sache. Bitte? Behalt man den Überblick über so viele Soldaten. Das ist das komplett anderes Thema. Die Leute laufen einfach weg. Das ist nicht unbedingt immer so einfach. Also in Filmen sieht es immer alles ordentlich aus. Man darf nicht vergessen, dass viele Leute Freiwillige waren. Und die im Zaum halten ist schwer. Vor allem, wenn die Leute Hunger haben oder eben was Schönes, Glänzendes sehen. Wie ich es hoffentlich auch letzte Woche angemerkt habe, ich hoffe, ich habe dieses Detail nicht vergessen, die Union hatte ja bereits bei den Kämpfen um Burnside Bridge schon mit gewissen Eigenmächtigkeiten zu kämpfen. Beispielsweise haben die Soldaten auf dem Marsch Richtung Antietam eben auch immer wieder selbstständig die Reihen verlassen, um sich am Antietam Creek tatsächlich mit Frischwasser zu versorgen. Das heißt, sie hatten einen relativ langen Marsch hinter sich, sie waren ausgelaugt, Wasser war knapp, Vorräte wahrscheinlich aufgebraucht, die Brücke war ja verstopft, das heißt, man hat kaum mehr Vorräte und geschweige denn Munition über die Brücke bringen können. Und die Soldaten haben sich dann einfach mit dem versorgt, was sie tatsächlich zur Hand hatten. Man darf ja nicht vergessen, das habe ich definitiv erwähnt letzte Woche, die Unionssoldaten haben ja auch gefallene Konföderierte an der Brücke im Endeffekt geplündert und da eben auch die Haversacks, also die Lebensmittelsäcke, nicht verschmäht. Weil man sich da halt einfach Abwechslung vom normalen Militärbrot versprochen hat. Ein Private aus Massachusetts schwärmte tatsächlich in einer der Aufzeichnungen auch davon, dass im Endeffekt das Plündern des Obstgartens Richtung Südosten, bin mir nicht mehr genau sicher, ob es sich dabei um Peaches oder Äpfel gehandelt hat, auf alle Fälle schwärmte dieser Soldat davon, dass im Endeffekt diese fruchtige Abwechslung einfach einen Riesenunterschied zur normalen Militärmahlzeit gemacht hat. Und dieser Obstgarten, wie bereits erwähnt, war nach den gesamten Ereignissen wirklich komplett leer gepflügt. Da gab es keine einzige Frucht mehr, die da übrig geblieben ist. Das haben sich die Soldaten beider Seiten einfach vor und nach der Schlacht entsprechend in die Taschen gestopft. Also man soll mal im Käppen gehen? Bitte? Sollen wir kurz cappen, wegen der Zeit? Ja, das können wir tatsächlich machen. Frage, denke ich mal, beantwortet an dieser Stelle. Hi. Wunderbar. Gibt es aus den Kreisen der Anwesenden sonst noch Fragen? Oder vielleicht Interessenspunkte, Details, auf die man eingehen möchte? Allzu viel ist es ja tatsächlich auch nicht gewesen. Keine Punkte? Umso besser.
Dann würde ich tatsächlich. Was geschrieben? Bitte? Über Steam. Bram hat hier was über Steam geschrieben. Ja. Unser Kameramann war so freundlich, hier ebenfalls noch eine Frage hineinzureichen. Die Otto-Familie hatte tatsächlich Haussklaven, um es einfach mal ganz direkt hinaus zu sagen. Bei der Sherricks-Familie bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Inwiefern die Familiengeschichte der Hinsicht stimmt, man sollte die Geschichtsschreibung immer mit einem gewissen kritischen Auge betrachten, aber nach den Informationen zu der Otto-Familie ist es im Endeffekt so gewesen, dass diese Familie tatsächlich eine der wenigen Situationen hatte, wo im Endeffekt die Sklavenbediensteten als Teil der Familie angesehen worden sind. Das heißt, es handelt sich dabei unter anderem um eine Hausdame, also für die Kindererziehung, Kinderbetreuung, für Küche, Wäsche etc. Und möglicherweise noch einen weiteren Haussklaven. Allerdings, wie gesagt, kein klassisches, hartes, heftiges Plantagen, keine heftige Plantagenform, sondern tatsächlich eben die häusliche Einsatzweise. Und nach dem, was ich gelesen habe, gab es da eben ein sehr herzliches Auskommen zwischen der Familie und der schwarzen Sklavin. Später im Verlauf des Krieges, mit der Emanzipationserklärung, musste ihr dann eben auch die Freiheit geschenkt werden. Aber sie ist bei der Familie geblieben und hat da im Endeffekt auch noch bis zum Ende der Aufzeichnungen ihren Dienst, ihre Aufgaben im Rahmen der Familie eben wahrgenommen. Das heißt, wenn man dieser Geschichte so im Endeffekt Glauben schenken möchte, hat man hier eine dieser seltenen Situationen, wo im Endeffekt Sklaven wirklich trotz ihrer eigentlichen Rolle als Besitz eben wirklich ein fester und vor allen Dingen, naja, liebevoller Bestandteil einer Familie waren. Das ist die Information zu dem Thema, die mir eben vorliegt. Wie gesagt, zur Sherrick-Familie, da kann ich jetzt aus dem Stegreif tatsächlich keine Auskunft geben. Gut, dann würde ich sagen, der Timer tickt. Wir gucken uns noch etwas diese Karte an. Eine Karte, die wir schon häufig gespielt haben und die mal mehr, mal weniger auf Beliebtheit stößt. Wir stehen tatsächlich dafür auch schon recht praktisch, denn das Gelände hier ist tatsächlich tückisch. Wir haben ziemlich viel freie Fläche zwischen den Farmen. Unter heftigem Gewehrfeuer ist es auch nicht falsch, von einer Todeszone zu reden. Und der eigentliche Cap-Punkt, der die Entscheidung bei dieser Karte ausmacht, ist tatsächlich hier direkt auf der Straße zwischen den beiden Zäunen positioniert, sodass sich, egal welche Seite den Cap-Punkt im Moment einnehmen muss, in die gesamte Mitte des Schlachtfelds bewegt. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Die Union hat das große Weiße Herrenhaus Richtung Süden. In vergangenen Tagen ist dieses Gebäude ganz gern mal von Skirmishern besetzt gewesen. Allerdings das Skirmish-Feuer hat in der Regel relativ wenig Wirkung erzielt. Viel imposanter tatsächlich ist die Unionsstellung zum Südosten im Obstgarten. Mal gucken, wie weit wir da nachher noch kommen. Dort verläuft eine Steinmauer entlang der Straße. Das bedeutet, dort hat die Union eine Position, wenn auch etwas beeinträchtigt durch die Bäume und das Buschwerk, von der sie relativ sicher die konföderierten Stellungen behaken kann, sofern sich eben Einheiten hier auf der Straße befinden sollten oder tatsächlich auch an den Gartenzäunen hinten Richtung Nordosten, Norden, wo dann im Endeffekt das Gelände der Sherrick Farm beginnt. War früher eine sehr ekelhafte Position, mittlerweile durch den starken Bewuchs sieht man es aber tatsächlich immer seltener, dass die Union dort wirklich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sitzen bleibt, um das Ganze im Endeffekt durch Tickets zu entscheiden. Ansonsten, die Front ist, glaube ich, relativ klar auf dieser Karte. Wir haben hohes Gelände auf beiden Seiten. Die Konföderierten können sich im Endeffekt in den Gärten verteidigen. Es gibt dort eben ein planiertes Plateau. Man hat die Gartenzäune, die eine gewisse Deckung bieten. Allerdings natürlich nicht optimal. Man hat sogar, das werden wir uns vielleicht gleich noch im Detail angucken, eine kleine Senke entlang des Zaunes, die dann nochmal zusätzlichen Schutz bietet. Und ich glaube, wenn wir uns sowieso schon hier befinden, dann würde ich sagen, fangen wir doch mit dem Gelände der Sherricks Farm am besten gleich einmal an. Dann, meine Herren, einmal Richtung Nordwesten und wir gehen einmal direkt auf das Haupthaus zu. Das
Zu unserer Linken haben wir im Endeffekt nochmal einen kleinen Gartenzaun, der durchaus eine Rolle spielen kann im Gefecht. In den meisten Fällen allerdings finden die Gefechte entweder auf der Straße oder tatsächlich in den Gärten dahinter statt. Zur Linken des Farmhauses ist unsere aktuellen Position allerdings weitere Zaunreihen, diesmal sogar etwas höher gelegen. Diese Positionen machen tatsächlich sehr viel aus. Man befindet sich hier, wenn man ganz nah rangeht, de facto im toten Winkel der Verteidiger. Und durchaus versteckt sich die Union hier mal gerne, wenn wirklich ein Angriff schief geht, um sich neu zu gruppieren. Und die Konföderierten haben da oben halt einfach eine Position, die eine deutlich bessere Übersicht über das Schlachtfeld bietet. Der ein oder andere ist schon ein bisschen am Entdecken. Das Herrenhaus tatsächlich fängt nämlich hier unten schon an. Wer einmal den Zaun überquert und mir folgen möchte, der wird feststellen, dass man sich hier unten bereits unter dem Haupthaus befindet. Es ist nur ein kleiner Kellerraum für den Moment. Ich hoffe, da werden alle reinpassen, ansonsten gibt es hier gleich einen ziemlichen Stau. Wenig spektakulär, aber nicht uninteressant zu wissen. Man stelle sich vor, man versteckt hier eine Regimentsfahne und man hat de facto einen Spawn, der, naja, kann gut gehen. Wenn einer dann im Gebäude spawnt, unter Umständen, hat er halt vielleicht Pech gehabt. Oder auch Glück, wenn er nicht direkt in der Wand landet. Das also, hat die. Ja? Das hat die Union, also gerade eben bevor wir hier angefangen haben, war ich noch auf dem Public-Server und das hat die Union genauso gemacht. Die haben sich unten reingestellt mit der Fahne und haben hier unten ihre Leute spawnen lassen. Mhm. In unseren Gefechten meines Wissens nach noch nicht vorgekommen, aber es ist auf alle Fälle gut zu wissen, dass es hier unten im Endeffekt auch noch diesen Kellerraum gibt. Wenn wir dann im Endeffekt der Steintreppe folgen, sind wir immer noch unterhalb des Haupthauses, aber zumindest mal auf der untersten Ebene. Und von hier aus kann man tatsächlich das Herrenhaus wirklich zum ersten Mal betreten. Durch die entsprechende Tür. Jetzt lass die doch mal auf, genau. Und von hier aus gibt es tatsächlich auch eine Treppe, die nach oben führt. Das heißt, wenn die Union hierher kommen sollte, kann sie tatsächlich das Haupthaus erobern, wenn sie es geschickt macht. Allerdings war dieser Treppenaufgang lange Zeit blockiert, aus dem einfachen Grund, dass diese Kante hier im Endeffekt viel zu niedrig angesiedelt war. Aber so wie es aussieht, Hellet, lass doch die Leute einfach mal vorbei. Genau so wie es aussieht, kommt man da mittlerweile ganz gut durch. Okay, mit Anlauf, aber nicht, wenn man runtergeht, glaube ich. Runtergeht, glaube ich, immer. Versuch mal mit Anlauf. Scheint ein One-Way-Ticket zu sein. Nichtsdestotrotz, für die Angreifer kann das zum Vorteil gereichen, weil sie dadurch halt eben auch in die oberen Etagen kommen. Es gibt natürlich auch noch Hinterräume, allerdings diese Hinterräume haben keine wirkliche Bedeutung, keine Fenster und ist tatsächlich relativ selten, dass da wirklich drin gekämpft wird. Bietet sich einfach nicht an. Frage. Ja? Zwischendurch. Hier hängen verschiedene Fotos an der Wand von Konföderierten und Unionisten und Ola. Sind das Originalfotos oder sind das die Entwickler eventuell? Also die Entwickler sind es auf gar keinen Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe hier allerdings noch kein Foto entdecken können. Das heißt, hier oben, ja? Hier oben in der oberen Etage. Stube. Das wäre der Easter Egg, das wäre geil. Richtig. Also hier hängt eins und da drüben hängt nochmal eins und weiter rechts am Ausgang an der Tür hängt eins von einer älteren Frau. Okay. Hier. Also was ich weiß ist, dass es echte Bilder sind. Also zumindest nehme ich an, dass das eine ältere echte Frau Bilder. Ist. Das sieht man, ja. Das sieht dann mehr sehr stark danach aus. Tatsächlich die Qualität ist aber überraschend gut, muss man dazu sagen. Ob die was mit der Familie zu tun haben, ich würde jetzt einfach mal spontan behaupten, nein. Mir wäre nicht bekannt, ob aus dieser Familie tatsächlich irgendwelche Angehörigen in der Armee gedient haben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es sich hier einfach um der Zeit entsprechend passende Aufnahmen handelt. Genau. Wir sind jetzt sozusagen auf der Hauptwohnebene. Man kann von hier aus auf die Veranda gehen. Warum man das im Eifer des Gefechts tun sollte, ist fraglich, da die Deckung doch recht beschränkt ist. Allerdings, von hier aus kann man sich tatsächlich auch nochmal ums Eck begeben. Das bedeutet, man ist höher angesiedelt, also ist zumindest nicht Nahkampfangriffen ausgesetzt und kann halt trotzdem noch recht passabel auf den Cap-Punkt selber wirken. Natürlich, wie gesagt, die Deckung ist eingeschränkt. Der Zaun dürfte sich hier, wenn ich jetzt mal daneben guckte, ungefähr hüfthoch sein, allerhöchstens. Natürlich sehr durchlässig an dieser Stelle auch noch. Was ist für Artillerie?
Ansonsten, die Fenster natürlich sind schon häufiger verwendet worden, um im Endeffekt nach draußen zu kämpfen. Nach den aktuellen Eventregeln findet das natürlich nicht mehr statt, aber in der Vergangenheit haben sich konföderierte Einheiten durchaus eben in diesem Gebäude festgesetzt, um hier einfach die rechte Flanke zu verteidigen. Allerdings, dieses Skirmish-Feuer, wie bereits erwähnt, ähnlich bei der Union auf der anderen Seite, war in der Regel nie besonders effektiv. Weswegen das dann auch immer mehr früher oder später zum Angriff kam, dass dann eben dieses Haus von einer der beiden Seiten im Nahkampf dann gestürmt wurde. Und in den engen Gassen, beziehungsweise in den engen Gängen, in den Treppen, ist es natürlich nicht unbedingt das Angenehmste, um hier eben mit dem Bajonett zu hantieren. Und deswegen ist es immer sehr blutig gewesen und vor allen Dingen Teamkills eine ständige Bedrohung. Ansonsten, das Gebäude hat noch einen zweiten Stock, beziehungsweise ein Obergeschoss. Dieses ist auf alle Fälle noch voll begehbar. Es gibt noch eine Treppe, die sogar noch weiter hinaufführt. Allerdings gibt es dort eine verschlossene Tür. Das heißt, dieser Bereich ist nicht begehbar. Die Räume hier tatsächlich sind recht passabel eingerichtet. Allerdings sind die verschiedenen Einrichtungsgegenstände sehr stark konzentriert vor den Fenstern, sodass man tatsächlich in sehr vielen Fällen gar keinen wirklichen Vorteil davon hat, diese Räume zu besetzen, weil man entweder zu weit weg steht von den Fenstern oder schlicht und ergreifend gar nicht durchgucken kann. Das heißt, dieses Gebäude zu verteidigen ist tatsächlich auch durch die Einrichtungsgegenstände vielleicht absichtlich einfach auch nochmal zusätzlich erschwert worden, damit es einfach nicht zu sehr in einen Stellungskrieg ausartet. Ansonsten gibt es zu dem Gebäude nicht allzu viel zu sagen. Wir verlassen das Gebäude an dieser Stelle am besten einfach mal durch den Hauptausgang Richtung Westen. Und hier befinden wir uns bereits auf dem höher gelegenen Gebiet, das wir von unten schon gesehen haben, eingerahmt von zwei Gartenzäunen mit dem Ausgang zur Straße. Und von hier aus können die Konföderierten tatsächlich deutlich besser wirken als von unten und die rechte Flanke verteidigen. Ganz rechts auf dem offenen Acker hängt weitestgehend offen. Auf dem Hügel Richtung Westen befinden sich noch zwei Artilleriegeschütze der Konföderation und denen gegenüber befindet sich dann eben Richtung Süden die Unionsartillerie auf dieser Karte. Dann würde ich sagen, auf die Straße. Und hier haben wir im Endeffekt zu unserer rechten Richtung Nordwesten auf dem ansteigenden Gelände. Jetzt von hier sieht man auch das, was ich eingangs bereits erwähnt habe. Es ist ein weiterer Höhenzug, um den es sich hier dreht. Richtung Nordwesten befindet sich auf alle Fälle der konföderierte Hauptspawn auf dem offenen Gelände. Das heißt, für die Konföderation ist es eben auch nicht ganz unwichtig, die rechte Flanke zu verteidigen, weil sonst kann es sehr schnell dazu führen, dass der Nachschub entsprechend abgeschnitten wird. Des Weiteren haben wir Richtung Nordosten wieder zwei Geschütze stehen. Die Konföderation hat insgesamt 4 auf dieser Karte. Die Konföderation hat aber nur einen Artilleriespawn. Der befindet sich eben Richtung Nordosten bei der Scheune. Das heißt, die Konföderierten können, wenn sie das nicht mittlerweile geändert haben, nicht bei den Geschützen Richtung Südwesten auf dem Hügel spawnen, sondern müssen da jedes Mal hinlaufen. Das macht es natürlich etwas schwieriger, ist aber auf alle Fälle gut zu wissen, weil es eben auch taktische Bewegungen entsprechend beeinflussen kann. Und dann würde ich sagen, um das Gelände hier um die Sherlock Farm abzuschließen, werfen wir uns einmal in die Hintergärten. Das heißt, wir überqueren hier einmal die Straße bzw. den Zaun und bewegen uns einmal hinter dem Haus entlang. Hier gibt es tatsächlich nicht allzu viel zu sehen. So links oben haben wir im Endeffekt noch eine Scheune, aber hier gleicher Fall, wäre mir nicht bekannt in meiner ganzen War of Rights Zeit, dass dort jemals eine Einheit sich positioniert hätte. Und hier, wo wir uns jetzt befinden, haben wir tatsächlich den Abschnitt, wo die Konföderierten am meisten am Kämpfen und Verteidigen sind. Wir haben es hier mit den zwei Wirtschaftsgebäuden zu tun, beide bestehen aus Stein bzw. Backstein, das heißt solide Deckung. Es kann nicht von der Union durchsiebt werden wie die Zäune und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Rückzugspunkt, wenn das Unionsfeuer zu stark werden sollte. Beide Gebäude sind begehbar, also potenzielle Positionen für Fahnen, wenn man das denn so machen möchte, vorausgesetzt. Richtung Osten haben wir im Endeffekt den Grenzzaun und dieser Grenzzaun markiert in der Regel die linke Flanke. Von hier aus kann man Bewegungen der Union
vom Obstgarten aus bekämpfen und begegnen, von hier aus auch relativ gut unter Feuer nehmen, auch wenn sie sich auf der Straße und an dem parallel laufenden Zaun Richtung Südwesten aufgestellt haben. Das heißt, Höhenvorteil spielt hier eine ganz große Rolle. Und wenn man sich hier tatsächlich mal hinter diesen Gartenzaun stellt, es fällt vielleicht auf, es ist nicht mehr so ein kleiner Gartenzaun wie weiter vorne, sondern durch die Schieflage und das Gelände ist er hier tatsächlich fast schulterhoch, je nachdem, wo man steht, was natürlich dann die Deckung auch noch deutlich verbessert. Man müsste sich hier nicht mal hinknien, um wirklich gute Deckung zu erhalten von diesem Zaun. Natürlich ist der Zaun durchschlagbar, aber es ist Deckung und man nimmt alles, was man kriegen kann. Plus man hat die Artillerie direkt im Rücken, sozusagen. Also korrekt. Besser könnte es eigentlich nicht sein. Genau. Zwischen den Gebäuden kann man tatsächlich auch noch durchgehen. Man kommt dabei an die vordere Zaunlinie. Die Zaunlinie schließt auf der rechten Seite mit dem Hauptgebäude ab und auf der linken Seite hört sie einfach irgendwann auf. Wie man hier direkt sieht, Steinfundament. Das heißt, dass der Abschnitt, den man von weiter vorne sieht, wenn man sich hier jetzt einmal herunterbegibt, die Position liegt deutlich höher. Wenn man jetzt hier mal anguckt, da ist gerade einer runtergesprungen, über eine Mannshöhe tatsächlich ist man hier höher. Und deswegen hat man auch eine viel bessere Sicht, wenn man hier steht. Man kann eigentlich jede Unionseinheit, die ankommt, bekämpfen. Egal auf der linken Flanke, auf der rechten Flanke oder eben auch frontal. Die Deckung ist gut und man hat eigentlich auch alles im Überblick. Das ist tatsächlich ein sehr großer Vorteil dieser Position. Deswegen finden hier, wie gesagt, auch ein Großteil der entsprechenden Kämpfe statt. Was tatsächlich interessant ist, Richtung Osten. Wir haben hier den parallel laufenden Zaun, den wir schon weiter oben gesehen haben, welchen wir überqueren. Und hier haben wir tatsächlich entlang des Zaunes einen kleinen Hohlweg. Ich würde es zumindest mal als Hohlweg bezeichnen. Der gute Aurel hat sich hier schon mal aufgestellt. Wenn man hier tatsächlich steht, ist man sogar mannshoch verborgen. Natürlich sind immer noch Löcher im Zaun drinnen, aber man steht tiefer. Das heißt, man hat sogar noch viel, viel bessere Deckung. Man müsste sogar einen Schritt zurückgehen, um ein bisschen höher zu stehen, um überhaupt wirken zu können. Und das ist auf alle Fälle auch ein weiterer Vorteil, der im Endeffekt die Deckung der Konföderation noch zusätzlich verstärkt bei der Verteidigung. Problem an dieser Position ist, die linke Flanke ist offen. Links schließt ein ganz normaler Balkenzaun an, der sogar noch etwas abknickt Richtung Straße. Das heißt, das Gelände hier mit dieser zweiten Zaunlinie ist sogar eher besser für die Union, weil man hier einfach eine offene Flanke hat. Die Konföderierten müssten sich dann auf die parallel laufende Zaunreihe zurückfallen lassen, um nicht wirklich vollständig flankiert zu werden im Falle eines Angriffs. Und von hier aus, wenn wir uns noch ein Stück nach links begeben entlang dieser Zaunreihe, sieht man auch ganz gut die Unionsposition direkt vor uns Richtung Süden. Dort oben in dieser Obstplantage steht diese Steinmauer, überragt ebenfalls das ganze Gelände, aber die Sicht davon dort oben ist natürlich eingeschränkt. Nichtsdestotrotz, für einen Gegner, der an der linken Flanke steht, kann man von da oben durchaus heftige Salven herunterschießen und die Union hat mit dem Steinwall natürlich einen Deckungsvorteil. Das heißt, auf ein simples Ausschießen es hier ankommen zu lassen, ist gefährlich und vor allen Dingen verlustreich. Wir können tatsächlich einfach mal gucken, wie weit wir nach da oben kommen. Die Konföderierten dürfen bis relativ früh anfangen zu desertieren. Und versuchen wir es auf alle Fälle mal. Ja, bis an die Mauer kommst du, kein Problem. Die Straße hier zu unserer Linken ist übrigens die gleiche Straße, die bei der Burnside Bridge vorbeiführt, wenn man die Burnside Bridge aus Unionssicht überquert und dann nach rechts abbiegt. Das heißt, diese Straße führt direkt hierher, wie beim letzten Mal bereits angedeutet. So, wir haben hier ziemlich viel Buschwerk zwischendrin. Und dann hier eben auch wieder ansteigendes Gelände. In der Realität ist tatsächlich dieser Graben, sag ich mal, in dem sich die Straße befindet, deutlich steiler zulaufend. Also wir haben es hier wirklich fast mit einer V-Form zu tun auf den Originalkarten und im Originalgelände. Hier ist das Gelände tatsächlich flacher im Anstieg, aber ist vielleicht auch den Spielgegebenheiten ganz gut angepasst. Richtig, erstaunlicherweise, hier kurz vor der Mauer fängt man an zu desertieren. Und hier ist im Endeffekt die stärkste Position der Union. Die Union muss zwar angreifen, aber von hier aus, wenn man sich das mal anguckt, man sieht ein bisschen was, aber man hat keine perfekte Sicht auf das Schlachtfeld. Nichtsdestotrotz kann es nicht schaden, hier Einheiten zu positionieren, als Rückfallpunkt zu benutzen oder von hier Vorstöße zu beginnen. Dafür ist diese Position meistens in Gebrauch. Und findige Unionsartilleristen stellen hier teilweise sogar ihre Geschütze auf.
Gut, wir befinden uns jetzt relativ nah am Hauptgebäude der Otto Farm. Auf der rechten Seite hat man im Endeffekt einen offenen Weg in den Hintergarten des Farmgebäudes. Der Unionsspawn befindet sich im Endeffekt direkt auf der anderen Seite dieser großen weißen Zaunreihe. Also dahinter würde man direkt in den Spawnbereich der Union vorstoßen. Das Farmgebäude selber ist relativ unspektakulär. Wir haben eine ähnliche Situation wie auf der Sherrick Farm. Das Gebäude ist eingerichtet, aber weitestgehend verstellt mit Möbelgegenständen. Das Einzige, was man hier tatsächlich machen könnte, ist, sich auf die Veranda zu stellen. Aber das halte ich tatsächlich hier hüben wie drüben für eine relativ schlechte Idee. Dafür ist die Deckung nicht gut genug und man ist da oben einfach eine riesige Zielscheibe. Weiter Richtung Westen haben wir im Endeffekt die Straße, beziehungsweise auch die Straße, die im Endeffekt kreisförmig um das Gebiet bei der Burnside Bridge verläuft. Hier haben wir auch direkt zu unserer Linken die Unionsartillerie. Man kann sie erkennen, wenn man noch ein Stück weiter nach vorne sich bewegt, vorausgesetzt man desertiert nicht. Ungefähr mit, was hat die Union hier, 2 bis 4 Geschütze? Bin mir nicht mal ganz sicher. Die Unionsartilleristen müssten es wissen, tatsächlich. Spätestens der gute Richter. 4 Geschütze haben wir. 4 Geschütze. Und hier auf der Straße, wenn man diesem großen weißen Lattenzaun folgt, da kommt man direkt aus dem Unionsspawn raus. Ist die Union kann de facto auch einmal direkt hier auf dieser Straße das Schlachtfeld betreten und natürlich dann auf das Gebiet hier auf der rechten Seite übersiedeln. Das heißt, die rechte Flanke bzw. die Unionslinke Flanke ist recht artillerielastig. Da könnte man jetzt schöne Artillerie gegen Artilleriegefechte führen. Das Gelände wird in vielen Fällen, ich würde nicht sagen gemieden, aber man bewegt sich ja doch recht vorsichtig aus dem einfachen Grund, da die Union speziell mit einer schräg zulaufenden Sperrzone blockiert wird. Sobald man Richtung Nordwesten vordringt, Richtung Straße, auf dem Acker, wird man sehen, man trifft irgendwann auf eine schräg verlaufende Desertierzone. Das heißt, die Union kann sich tatsächlich nicht auf den Hügel Richtung Nordwesten bewegen. Das heißt, die konföderierte Artillerie dort oben ist sicher vor sämtlichen Nahkampfangriffen. Das ist ein sehr großer Vorteil und kann für die Union vor allen Dingen sehr frustrierend sein. Gut, überqueren wir doch an dieser Stelle diesen Zaun mal und schließen sozusagen die letzte Seite des Schlachtfelds mit der Besichtigung ab. Relativ viel Buschwerk. Die Unionsartillerie weiter hinten, man sieht sie tatsächlich ein bisschen Richtung Süden, ebenfalls auf diesem offenen Feld. Und wenn wir uns einmal um diesen großen Busch einmal herum bewegen Richtung Norden, dann sehen wir auch, dass wir zur Linken oberhalb des Hügels die konföderierte Artilleriestellung mit 2 Geschützen haben. Wie gesagt, gut geschützt, allerdings anfällig durch Gewehrfeuer. Und das Gewehrfeuer ist tatsächlich das Wichtigste aus dieser Flanke, denn ein wackerer Private ist im Endeffekt schon am Ausprobieren. Diese Steine hier, diese Felsbrocken, sind eine wunderbare Position, um Einheiten zu sammeln, auszuhalten, Skirmisher zu positionieren oder einfach nur Ärger zu machen. Und sind deswegen ein Punkt, der tatsächlich immer wieder angelaufen wird, egal ob von konföderierter oder Unionsseite. Dieser Punkt ist die einzige valide Deckung auf dieser Seite des Schlachtfelds in diesem Acker. Normalerweise sind die Konföderierten mit der Verteidigung auf dieser Flanke auf der Straße oder hinter der Straße. Die Straße macht dort eine leichte Kurve, läuft sozusagen um das Farmgelände herum. Und in dieser Kurve ist normalerweise eine Position, dass sich dort mindestens eine konföderierte Einheit zum Schutz der Flanke positioniert hat. Einfach aus dem Grund, man kann das Gelände einigermaßen einsehen. Und wenn sie nicht mutig genug sind, bis zu diesen Steinen hier vorzurücken, dann ist es doch eine recht passable Position. Da oben, Hans-Peter hat eine Frage. Ja, weil es sieht so aus, als wären die Steine so gemacht, als würden sie ja genau die Artillerie von den Konföderierten so in-face. Das kann sein. Ich glaube aber durchaus, dass die Artilleristen von dort oben in der Lage sind, eben diese paar Steinblöcke auch zu überschießen. Es reicht ja, wenn die Granate weiter hinten den Zaun einschlägt. Die Splitter- oder Sprengwirkung ist ja deswegen trotzdem vorhanden. Oder man schießt links oder rechts um die Steine herum. Das heißt, sich nur auf die Deckung der Steine zu verlassen, ich glaube, das ist eine trügische Sicherheit, auf die sollte man sich nicht allzu sehr versteifen. Kann ich was sagen? Bei dem ersten Test, den wir hatten, wo du leider nicht dabei warst, Winkler,
von den neuen Regeln hat sich hier die Unionsskirmischer hingestellt. Die habe ich mit der Fuse weggeholt. Das geht nämlich ziemlich gut, wenn du weißt, circa wie weit das entfernt ist. Also funktioniert. Das ist kein hundertprozentiger Schutz. Very well. Heißt das, du lässt das hier in der Luft explodieren, oder? Circa da, wo, das müsste Heinz sein. Ja. Auf dem Stein steht gerade Hans-Peter. Genau, oder Hans-Peter. Wo ich stehe, hier oben in der Luft detoniert die Kugel. Granate. Okay. Die Granate. Oder du schießt halt ein Ding, wo die Zündschnur sozusagen noch ein bisschen länger ist. Das Ding bleibt hier hinter den Felsen im Boden stecken und jagt alles weg, was sich hinter den Felsen versteckt. Richtig. Also das geht schon ziemlich gut. Es ist Deckung, nur vor Artillerie gibt es keine garantierte absolute Sicherheit. Das gibt's einfach nicht. Die Zeit der Rundkugel ist vorbei und ist sowieso eine Mechanik, die es im Spiel nicht gibt. Gut, ich würde sagen, wir bewegen uns zum Abschluss noch bis zur Kreuzung vor, wo sich im Endeffekt die beiden Straßen treffen. Diese Kreuzung ist tatsächlich auch auf den Karten ein recht markanter Punkt. Wir sind letzte Woche einmal den Kreis abgelaufen an der Burnside Bridge, wie man es sehr häufig nennt. Diese beiden Straßen Richtung Süden und Richtung Osten formen sozusagen eine Art Öse von der Formgebung einmal um das ganze Kampfgebiet der Burnside Bridge herum. Und genau hier ist im Endeffekt der Punkt, wo sich beide Straßen treffen. Und diese Straße führt natürlich über ein paar Kurven und Umwege bis nach Sharpsburg. Das heißt, warum die Union hier entsprechend auch lang marschiert ist, ist relativ klar. Hier ist ein Verkehrsweg, hier ist ein Verkehrsknotenpunkt. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwann anfängt, Geschütze, Munitionswagen oder Nachschub zu transportieren, ist man einfach auf dieses Straßennetzwerk angewiesen. Acker hin oder her, trockenes Wetter hin oder her, diese schweren Wagen mit Pferdekraft zu transportieren, quer durchs Gelände, gehört definitiv nicht den bevorzugten Arten des Militärs, sondern da ist man auf diese Wege und Straßen durchaus angewiesen. Soviel auf alle Fälle einmal zu diesem Skirmish Area der Otto und Sherrick Farm. Von der Geschichte her nicht sehr spektakulär, aber auf alle Fälle wichtiges Hintergrundwissen. Die Karte selber ist für mich eine absolute Hasskarte. Ich kann sie relativ wenig leiden, auch wenn die Konföderation einige Vorteile hat. Ist aber tatsächlich der Abwechslung halber immer wieder auch nicht schlecht. Als Konföderation kann man leicht in die Defensive gedrängt werden. Wir haben aber auch schon mehrfach gesehen, auch schon selber erlebt. Gut verteidigt kann auch die Union hier absolut verheerende Verluste erleiden und diese Todeszone de facto nahezu nicht durchqueren. Wenn der Cap-Punkt einmal am Angriff ist oder in der Verteidigung ist, wird's heftig. TeamSpeak ist es nämlich auch gerade der Rundentimer abgelaufen und ich habe vor allen Dingen alles soweit euch mitgegeben, was ich euch zu diesem Skirmish Area erzählen kann. Und vor allen Dingen haben wir auch alles Wichtige, zumindest meines Erachtens nach, gesehen. Ich würde jetzt auf alle Fälle gern wie üblich in das Feedback übergehen. Es war heute, wie gesagt, nicht so spannend. Ich befürchte fast, das wird bei den Skirmish Areas immer mal wieder passieren, weil manche Bereiche einfach nicht Hotspots der Schlacht waren, andere dafür umso mehr. Ich werde deswegen trotzdem versuchen, diese Karten irgendwie durchzunehmen und sie dann halt im Endeffekt mit Hintergrundinformationen zu schmücken. Ich hoffe, der Mangel an reiner Kampfkraft oder Kampf-Action, der heute gefehlt hat, ist vielleicht durch diese Rahmeninformation einigermaßen aufgewogen worden. Dann an dieser Stelle, meine Herren, einen wunderschönen Abend noch und eine schöne restliche Woche.